Hallo, hast du auch die Schwierigkeit, dass es so viele Sicherheitsmaßnahmen gibt, die man integrieren könnte, aber es schwierig ist zu entscheiden, welche mache ich als nächstes? Beispielsweise integriere ich als nächstes Multifaktor-Authentifizierung für Administratoren oder erhöhe ich mein Patch-Management durch häufigeres Patchen? Was mache ich zuerst? Hier helfen Sicherheitsprogramme und um die geht es heute. Mein Name ist Timo Pagel, ich bin IT-Sicherheitsarchitekt mit Fokus auf Cloud- und Webanwendungen. So, dann starten wir direkt mit dem, was euch hier erwartet. Wir starten mit den Grundlagen. Was brauche ich überhaupt, um ein Sicherheitsprogramm starten zu können? Dieser Vortrag orientiert sich natürlich an Linux und Kubernetes und andere mehr administratorenseitige Aufgaben. Die werde ich als Beispiel nehmen. Man kann es natürlich genauso gut auch für Webanwendungen oder generell Anwendungen heranziehen, das, was ich hier vortrage. Also wir starten mit den Grundlagen. Was brauche ich, um überhaupt so ein Sicherheitsprogramm aufsetzen zu können? Dann, wie stelle ich fest, wo stehe ich gerade? Wenn ich weiß, wo ich stehe, kann ich mir einen Plan machen, wo möchte ich gerne hin, zum Beispiel im nächsten Quartal, im nächsten Jahr, was ist meine langfristige Vision. Dann, wie kann man die Dinge dann implementieren und eben auch überwachen, die Implementierung. Und am Ende gibt es eine Zusammenfassung. Das Tolle ist, diese Vorlage, die ich hier anbiete, kann von kleinen Unternehmen genauso wie von großen Unternehmen genutzt werden. Wir starten also mit den Grundlagen. Und umso größer die Organisation ist, die ein Sicherheitsprogramm integrieren möchte, umso schwieriger ist es zu wissen häufig, welche Applikationen oder Server laufen eigentlich an welcher Stelle. Das ist häufig ein Problem. Ich zeige gleich auch noch ein paar Lösungen dafür. Wenn ich dann weiß, welche Applikationen ich habe, ist natürlich interessant, wie heißen diese Applikationen, welches Team ist verantwortlich, was ist der Kontakt für diese Anwendung. Und wenn es dann in den regulierten Bereich gibt, dann wird häufig noch, also bei kritischen Unternehmen zum Beispiel, bei kritischer Infrastruktur, da wird häufig dann auch der Schutzbedarf mit dokumentiert für Applikationen und vielleicht auch regulatorische Anforderungen, wobei das häufig auch auf genereller Ebene einer Organisation gemacht wird und nicht zwingend nur für die Anwendung. Häufig ist es aber so, dass vielleicht unterschiedliche Anforderungen gelten und dann hilft es natürlich, da auch nochmal einen Link zu haben zu den Anforderungen. Und es ist natürlich auch sehr gut, sich vertraut zu machen in einer Organisation, welches Security Tooling habe ich eigentlich und welche Security Prozesse, denn auch die müssen dann im Anschluss erfasst werden. Das heißt, da sollte man auch wissen, was man denn dort im Einsatz hat. Das kann auch pro Applikation manchmal variieren, weil Teams unterschiedliches Security Tooling dann einsetzen. Es kommt auf die Organisationsgröße an und auch darauf, wie sehr wurde darauf geachtet, dass man einen ähnlichen technologischen Stack verwendet. Eine Lösung sind Inventare, dass man also Inventare hat. Die können auch unterschiedlich ausgeprägt sein. In einem Reifegradmodell, das wir hier quasi sehen, haben wir Dimensionen, Unterdimensionen, unterschiedliche Level. Und in einer so einer Zelle, also jetzt in der ersten bei Level 1, da geht es also erstmal um die Basics. Und hier wird eben erstmal nur gesagt, ich sollte ein Inventar haben, in dem festgehalten ist, welche Applikationen laufen eigentlich wo. Mehr Informationen brauche ich an dieser Stelle noch nicht. Dann auf Level 2. Dort ist es interessant, dann auch noch tiefer reinzugucken, vielleicht aus welchen Microservices besteht diese Applikation. Das heißt, vorher könnte es eine einfache Excel-Liste sein. Hier geht es jetzt schon eher dahin, dass ich das versuche, automatisiert auszuwerten. Und dann zusätzlich jetzt auf Level 3 möchte ich auch noch wissen, welche Abhängigkeiten sind denn in dieser Anwendung verwendet. Also
Welche Bibliotheken, welche Open-Source-Bibliotheken insbesondere. Da könnte zum Beispiel ein SBOM helfen. Diesen könnte ich beim Bild erzeugen, dann in ein Tool hochladen wie Dependency Track und dann hätte ich eine gute Vision, was läuft in Produktion, mit welchen Abhängigkeiten. Das, was wir hier sehen, kommt aus dem DevSecOps Maturity Model, was ich als Grundlage für diesen Vortrag nutze. Ja, dann gehen wir weiter zu der Frage, wo stehe ich aktuell? Das machen wir, wie gesagt, ein bisschen schneller. Also wo stehe ich, um dann eben zu wissen, wo man hin möchte und auch um festzustellen, was brauche ich eigentlich für ein Budget, um das umzusetzen. Das ist natürlich mit ein Teil der Planungsinitiative, die danach kommt. Ja, wie kann man analysieren? Da kann man auf unterschiedliche Weise machen. Erstmal ist die Frage, wie häufig macht man sowas eigentlich? Natürlich erstmal initial und danach vielleicht jährlich oder zweijährlich, aber vielleicht auch jeden Monat mit in einem kleineren Rahmen. Man guckt sich da nicht alles an, sondern eben nur partiell bestimmte Aspekte. Um Feedback geben zu können, im besten Fall auch automatisiert. Das könnte dann sogar in Time passieren, kommen wir später bei Metriken nochmal zu. Da gibt es unterschiedliche Methoden, einmal ein Interview, wo dann ein Security-Architekt zusammenkommt mit dem Team und ein Interview durchführt. Das ist natürlich relativ langwierig, aber hat eine hohe Qualität, weil man als Interviewer auch nochmal nachbohren kann und nachschärfen kann. Dann könnte man auch einen Workshop-Style verwenden, bei dem zum Beispiel 10 Teilnehmer eingeladen werden, aus 10 unterschiedlichen Teams, 2 Leute zum Beispiel, und man dann das Team ausfüllen lässt, wo man steht. Das hat den Vorteil, dass man tatsächlich etwas mehr skaliert. Man kann besser einen besseren Überblick erhalten. Man ist aber auch so, dass hier natürlich die Teams dafür Zeit finden müssen und auch die Lust haben müssen, da dran teilzunehmen. Aber bisher hatte ich da keine Schwierigkeiten. Und auch häufig gewählt ist dann der Fragebogen. Der hat natürlich die Schwierigkeit, dass die Qualität massiv leiden kann, weil Fragen vielleicht falsch interpretiert werden, möglicherweise sogar mit Absicht falsch beantwortet werden. Da hat man auch, muss man dann vielleicht gucken, ob man nochmal im Anschluss ein paar Fragen nochmal in einem Telefoninterview oder in einer Videokonferenz nochmal nachschärft. Ich habe damit immer so meine Bauchschmerzen, weil die Qualität eben leidet. Aber dafür kommt man schnell ans Ziel. Interview, Fragen zu erstellen, ist nicht so schwierig. Im besten Fall hat man noch eine Auswahlbox für die Antworten und kriegt so schnell Antworten und mit wenig Zeitaufwand. Es gibt unterschiedliche Frameworks, die man verwenden kann, beispielsweise das Building Security in Maturity Model, BSIM, dann das OWASP Software Assurance Maturity Model, SAM und das OWASP DevSecOps Maturity Model. Die oberen beiden sind sehr high-level, natürlich nicht so high-level, wie wenn man ein Informationssicherheitsmanagementsystem aufbaut, aber im Bereich der Softwareentwicklung und des Hostings sind es eben sehr high-level, also auf hoher Ebene Anforderungen, während das DevSecOps Maturity Model so kurz über der Implementierung von Maßnahmen versucht zu sein. Unabhängig von Frameworks, was braucht man sonst noch für diese Phase, wo wir feststellen wollen, wo stehen wir eigentlich? Organisationscharts, Organigramme sind sehr hilfreich hier an dieser Stelle. Auch zu wissen, wie groß ist eigentlich die Organisation, wie viele Entwickler gibt es, wie viele Security-Leute gibt es, wie viele Operations-Leute gibt es. Das sind Dinge, die sollte man in dieser Phase mit erfassen. Um dann hinterher auch gut planen zu können, habe ich genug Leute, um bestimmte Dinge umzusetzen, brauche ich mehr Leute, in welchem Bereich brauche ich die Leute, um das umzusetzen. Dann auch, wie viel Security Budget haben wir aktuell, was ist der technologische Stack, der verwendet wird, oder die Stacks, vielleicht gibt es auch mehrere. Häufig, insbesondere bei Enterprise-Organisationen, gibt es dann eben mehrere. Es gibt welche, die entwickeln noch mit COBOL auf dem Mainframe und es gibt welche auf der anderen Seite, die sehr modern arbeiten, die dann nach Kubernetes deployen, Microservice verwenden, die Queues verwenden und so weiter. Das
sind dann eher die auf der modernen Seite. Diese Stacks, die muss man natürlich dann mit erfassen, um auch den unterschiedlichen Gruppen gerecht zu werden im Anschluss bei der Planung. Dann, wie gesagt, Security Tooling und Sicherheitsprozesse brauchen wir. Was ist dort vorhanden? Welche Policies, welche Standards sind vorhanden? Welche Anweisungen sind vorhanden? Und wenn möglich auch Pentest-Reports. Und natürlich hier insbesondere, was sind dann noch die offenen Findings aus diesen Pentest-Reports? Häufig ist es so, dass die Low-Findings noch offen sind, aber hoffentlich die hohen, die mit der Kritikalität hoch, hoffentlich nicht mehr offen sind. Hier ist auch interessant, was sind das eigentlich für welche Art von Schwachstellen, die in diesem Pentest gefunden werden. Ne, vielleicht stellt man fest, dass häufig bei laufenden Diensten wie Webservern kein Patching vorliegt. Dann kann man daraus schon seine Schlüsse ziehen, dass man vielleicht hier nochmal nachbohren muss und dort ein besseres Patch-Management etablieren sollte. Ja, um nochmal auf die beiden OWASP-Frameworks zu kommen. SAM ist, würde ich sagen, ein internationaler Standard, ist auf einem hohen Level, ist geschrieben für Leute aus dem Bereich Sicherheit, also das ist ganz klar die Zielgruppe von SAM. Dann eignet es sich hervorragend für das Management, weil es sehr strukturiert ist. Das DSM ist nicht ganz so strukturiert wie das SAM. Da gibt es Vor- und Nachteile, warum das so ist. Bei SAM ist der Fokus, wie gesagt, auf Management. Das heißt, es muss alles strukturiert sein, unabhängig davon, wie viel Sinn das für die Aktivitäten machen. Bei DSM sieht man dann, dass es auch Punkte gibt, wo es keine Aktivitäten gibt. Ne? Also für eine bestimmte Unterdimension auf einem bestimmten Level habe ich manchmal keine Aktivitäten vorgesehen, weil da einfach keine hinpasst, dann forciere ich auch nicht, dass dort eine reinkommt. Weiterhin haben wir ein Mapping in diesem zur ISO, zum ISO-Standard 27001 als auch zu SAM und wir haben mit diesem eine super Dokumentation für so ein ISMS aus der ISO 27001. Hier Beispiele für Ergebnisse aus so einem Status Assessment. Auf der linken Seite haben wir also ein Beispiel von SAM aus der Excel-Liste, mit der man das erfassen kann. Auf der rechten Seite haben wir ein Beispiel aus dem DSM. Wenn wir DSM verwenden, wir haben einerseits eine Anwendung und wir haben andererseits den Inhalt und was wir dann berücksichtigen können durch die tolle Anwendung ist, dass wir Includes verwenden. Wofür braucht man Includes? Wenn ich nun also eine größere Organisation habe, dann habe ich häufig unterschiedliche Umgebungen, Produktionsumgebungen, in denen die Anwendung laufen kann und hier sind bestimmte Dinge vom Plattformteam ja bereits vorgesehen, die Teams in der Regel dann auch nicht drum herum kommen oder es sind bestimmte Deployment-Pipelines vorgesehen oder wir haben einen Git-Server wie Bitbucket oder GitHub und alle Teams können dann erben sozusagen, beziehungsweise vielleicht ist das Wort inkludieren hier besser, dass also Teams sagen können, ich inkludiere die Umgebung Bitbucket oder ich inkludiere die Umgebung GitHub und dann wird von dort geerbt. Wenn beispielsweise eine Branch Protection forciert wird, dann kann man hier direkt hinterlegen, für alle Projekte, die GitHub verwenden, ist eine Branch Protection bereits aktiviert und so wird dieser Punkt automatisch grün. Alternativ gilt das gleiche auch für Umgebungen. Ich habe vielleicht eine Kubernetes-Produktionsumgebung und noch eine ältere Umgebung mit Docker und eine noch ältere Umgebung, wo ich einen JBoss laufen habe. Und so kann man diese einzeln zunächst analysieren, dort den Status eintragen und dann muss man im Assessment bei einem Team nur noch fragen, welche dieser unterschiedlichen Umgebungen verwendest du und kann so automatisch inkludieren. Manchmal muss man noch ein paar Fragen einbauen, weil nicht zwingend immer allem gefolgt wird, wie es sein sollte. Ne? Manchmal gibt es
dann Administratoren, die dann solche Einstellungen doch nochmal ändern. Da sollte man also nochmal ein paar Sicherheitsfragen einbauen in so einem Interview. Aber vom Prinzip her funktioniert dies mit den Includes sehr gut, insbesondere in größeren Organisationen. Dann kommen wir jetzt zur Planung von Aktivitäten. Wo stehen wir heute? Wie gesagt, man kann überlegen, wo möchte ich gerne in einem Quartal stehen, wo möchte ich nächstes Jahr stehen, wo kann ich in 3 Jahren stehen. Umso weiter es weg ist, umso mehr handelt es sich hier um Visionen. Meiner Erfahrung nach dauert eine Aktivität zum Teil auch ein halbes Jahr. Deswegen sollte man nicht allzu positiv daran gehen, sondern versuchen, realistisch zu sein, vielleicht auch nur das nächste Quartal oder das nächste halbe Jahr zu planen und dann wieder neu zu planen, wo möchten wir danach hin. Für diese Planung gibt es 2 Standards, die mir bekannt sind. Einmal Reifegradmodelle und einmal Scorecards. Wir starten mit den Reifegradmodellen. Das ist auch das, was ich finde, was am meisten Sinn macht. Es gibt aber natürlich Vor- und Nachteile für beide Versionen. Ein Reifegradmodell hatten wir am Anfang schon mal ein Beispiel gesehen mit den Inventaren. Wir haben also eine Dimension, wir haben mehrere Level. Umso weiter das Level voranschreitet, umso besser steht man im Bereich Sicherheit da. Dabei wird bei den Aktivitäten in der Regel mit einbezogen, wie viel Aufwand ist es für die Integration, für die Security-Abteilung, wie viel Aufwand ist es für die Entwickler und wie hoch ist dann das Sicherheitsniveau, das wir mit diesen Aktivitäten erreichen können. Und die Dimension haben wir, weil es ja natürlich keinen Sinn macht, nur Infrastruktur weiter zu bringen und das ist vielleicht dann auf Level 3, wird die Anwendungssicherheit noch auf Level 1 ist. Ne? Sondern es sollte alles immer ausgewogen sein in einem ähnlichen Verhältnis auf Level 1 und auf Level 2 und auf Level 3 für die unterschiedlichen Dimensionen, die man sich hier überlegt hat. Eine gute Vorlage ist natürlich das OWASP DevSecOps Maturity Model. Dann geht es darum, dass man sich Aktivitäten erstellt, beziehungsweise die Vorlage des DSIM verwendet, wo man also die Dimensionen nutzt. Im besten Fall übernimmt man die aus DSIM, aber man kann sich, wie gesagt, auch gerne eigene Dimensionen erstellen. Und beim Level, wie gesagt, benötigen wir einerseits Abhängigkeiten zu anderen Aktivitäten, beispielsweise brauche ich einen definierten Build-Prozess, am besten im Code, um anschließend Tests durchzuführen, weil nur wenn ich weiß, wo die Artefakte, die analysiert werden, liegen, kann ich auch diese Tests vernünftig ausführen. Dann muss ich, wie gesagt, wissen, welche Tools und Prozesse gibt es bereits im Unternehmen, weil diese sollten dann eher weiter vorne als weiter hinten sein, unabhängig davon, was in diesem zum Beispiel empfohlen wird. Würde ich die Dinge, die schon da sind, immer versuchen, weiter nach vorne zu tun, damit die Teams möglichst auch gute Erlebnisse haben. Ne? Also es sollte nicht so sein, dass Teams erstmal ein Jahr Arbeit haben, bevor sie auf Level 1 sind, sondern Level 1 sollte dem aktuellen Stand entsprechen und Level 2, also dem Durchschnitt, und Level 2 sollte dann vielleicht etwas höhere Anforderungen haben, die aktuell nicht ganz so viele erfüllen. Und bei Level 3 sind dann eben die Anwendungen, die einen sehr hohen Schutzbedarf haben oder sollten die Anwendungen dann zu finden sein. Und so kann man dann langsam im Verlauf später auch Dinge immer wieder auf Level 3 einführen, die dann die Teams mit dem hohen Schutzbedarf umsetzen müssen zunächst und so wird das dann etabliert und dann rutschen ein paar andere Aktivitäten auf Level 2 und auf Level 1. Genau, das heißt, man hat hier nicht mehr einen Standard, irgendeinen aus dem Internet, wie wir verfolgen SAM, sondern das wirklich ein eigenes Application Security Program oder Software Security Program, das man sich hier aufbaut. Dann kommen wir zu einer Alternativen, das sind Scorecards. Also bei Scorecards ist es dann so, dass sie häufig basierend sind auf einem Repository und man dafür Scores sammelt. Muss man sich dann überlegen, wie man damit umgeht, wenn man eine Anwendung hat, die aus mehreren Microservices besteht, die mehrere Repositories verwenden. Und dann wird der Score über alle Aktivitäten hin akkumuliert und ergibt dann einen Gesamtscore. Und das ist dann eben der Score für dieses Repository oder für die Anwendung. Und das führt dazu, dass man weniger Diskussionen hat
hat über Wir sind aber anders, weil Teams freier darin sind zu entscheiden, was möchten sie als erstes implementieren. Sie sollten das implementieren, wo sie einen hohen Score kriegen, aber dadurch, dass sie die Freiheit, eine sehr starke Freiheit haben, was machen wir als erstes, hat man weniger, zumindest, ich habe selber Scorecards noch nie implementiert, aber ich gehe davon aus, dass man weniger Diskussionen hat über Wir sind anders, was jedes Team findet. Dann, so sieht es von der OSSF aus, wie die sich das vorstellen. Da gibt es zum Beispiel Binary Artifacts, da wird hier ein Score von max 10 vergeben und in diesem Fall wurde dann auch 10 erreicht, weil eben keine Binaries in dem Repo gefunden wurden. Und so geht es dann weiter mit Branch Protection, Code Review und Dependency Update Tool. Hier wurde dann eben kein Dependerbot oder Renovate gefunden, als Beispiel für solche automatischen Updates. Tool für Bibliotheken und deswegen gibt es dann dort 0 Punkte. Weitere Dinge, die man bei Scorecards beachten sollte, wie gesagt, haben Teams die Möglichkeit, freier zu wählen, was wollen sie als nächstes implementieren, weil man eben nur noch auf den Endscore achtet. Es ist vielleicht einfacher zu integrieren als ein Reifegradmodell auf Anwendungsebene. Dann, wie gesagt, besteht eine Anwendung auf mehreren Microservices. Hier bedarf es einer Strategie. Und um diese Scores zu designen, braucht man was? Ein Reifegradmodell, zumindest aus meiner Sicht, weil ich eben mir wieder aufbauen muss, was ist Level 1, was ist Level 2, was ist Level 3. Und dann vergebe ich unterschiedliche Punkte, also zum Beispiel 3, 2 und 1. Und auf Level 1 muss ich dann überlegen, welche Aktivitäten packe ich da an, welche auf Level 2 und welche auf Level 3, um eben diese Dinge zu bewerten. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir also jetzt die weitere Planung machen. Einerseits könnte es sein, dass man sagt, Mensch, das Security-Team sollte Aktivitäten priorisieren und Teams müssen es dann umsetzen. Andererseits könnte man auch Teams stark mit einbinden. Die sagen, Mensch, Teams, ihr dürft jetzt überlegen, was macht ihr als erstes und was später. Habe ich schlechte Erfahrungen mit, weil Teams eben alle Aktivitäten dafür verstehen müssen und es ist besser, wenn sie auf Level 1 sind, dass sie erstmal nur die Aktivitäten verstehen, die auf Level 1 sind und vielleicht ein paar auf Level 2 und die auf 3 kann man erstmal aussparen. So spart man hier viel Zeit für das Verständnis, weil insbesondere Teams, die entweder noch kein Level haben oder auf Level 1 sind, haben eben noch nicht so ein ausgeprägtes Sicherheitsverständnis. Das bedeutet dann also viel Arbeit, diesen Teams zu erläutern, was auf Level 2 und 3 erfordert ist. Deswegen würde ich eher dazu raten, dass das Security-Team diese vorgibt und Teams sie dann eben umsetzen müssen. Wie gesagt, es gibt immer die Schwierigkeit, dass jedes Team sich anders fühlt und sagt, wir sind ja aber ganz anders in der Entwicklung als ein anderes Team. Für uns muss es Ausnahmen geben. Da muss man natürlich dann differenzieren. Ich habe hier mal drei Beispiele mitgebracht. Eins wäre zum Beispiel, wir können keine Pull-Requests machen, weil wir verwenden SVN. Ein anderes Beispiel ist, wir haben eine 32-Bit-Applikation. Sie kann nicht neu in 64-Bit entworfen werden, weil sich dann Kommastellen ändern und wir haben aber als Versicherung langfristige Verträge, ne? Da handelt es sich ja auch um 100 Jahre, da wurde also vor 30 Jahren mal eine Versicherung entworfen und jetzt muss man aber die richtigen Zahlen dafür entwerfen, wieder rausgeben, ne? Und sind vielleicht auch ganz einfache Zahlen, aber also so könnte das sein. Oder auch wir schreiben Code für ein Mainframe und wir können eben kein UART hier umsetzen. Ne? Jetzt kann man überlegen, was ist denn jetzt valide, was kann man anerkennen und was nicht. Ich gebe jetzt mal meinen Eindruck wieder. Dass
Dass wir ein SVN verwendet, halte ich jetzt für keine Ausnahme, die ich da machen wollen würde. Die können ja auch dann wechseln auf den Standard, der in dem Unternehmen ist, oder eben einen Standard einführen wie GitHub oder eben Git-basiert arbeiten. Dann, dass man mit so einer 32-Bit-Applikation arbeitet, da muss man jetzt natürlich überlegen, ich habe ja versucht, ein bisschen rauszuarbeiten, dass man das nicht einfach ändern kann, das sollte man also isolieren, versuchen, dann mit einer 64-Bit-Java-Anwendung zum Beispiel darum herum zu arbeiten, die dann die 32-Bit-Anwendung, die wahrscheinlich auch irgendwann keine Patches mehr bekommt, anspricht. Und bei einem Mainframe, der verwendet kein OAuth, da kann man natürlich dann sagen, gut, hier machen wir eine Ausnahme für euch. Oder man versucht die Anforderungen nicht so spezifisch auf OAuth zu machen, sondern eben eher die Konzepte, die hinter OAuth sind, damit zu verbinden. Kann aber natürlich auch sein, dass ein Mainframe dann das wieder auch nicht erfüllen kann. Wenn wir das jetzt also uns überlegt haben und jetzt haben wir also einen Fall, wo wir sagen, wir akzeptieren, dass dieser auf dieses Team bzw. Noch besser auf diese Anwendung eben nicht zutrifft, könnte man, wie man das hier sieht, so eine graue Box anbringen, hier im unteren Fall. Oder man kann sich überlegen, das kann jetzt die DSIM-Applikation allerdings nicht. Die graue Box kann das DSIM, während dieses Markieren als das passt nicht auf ein Team oder muss von einem Team nicht implementiert werden, das kann es nicht. Man könnte natürlich überlegen, ob man dann das Team zum Beispiel diese Aktivität als erfüllt markiert. Das wäre natürlich möglich, beziehungsweise dass man eben bei einer Scorecard entweder 0 Reachable Points angibt, dass man also 0 von 0 hat, ne? Dann hat man es ja auch erreicht. Oder eben, dass man, wenn man jetzt als Maximum 10 hat, dass man angibt, okay, hier wurden 10 erreicht. Bedarf dann aber natürlich eine Anpassung und von dem Scorecard-System, dass es eben eher auch für unterschiedliche Applikationen hier unterschiedlich reagiert. Dann gibt es auch noch Fragen zu Prozesse, die man sich natürlich dann stellen muss. Zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, dass wir haben also wir haben mehrere Linux-Systeme oder mehrere Linux-basierte Container. Da drinnen suchen wir nach bekannten Schwachstellen. Wer guckt sich diese Schwachstellen dann, diese potenziellen Schwachstellen, es ist ja noch nicht validiert, dass es tatsächlich welche sind, das können ja auch false positive sein, wer guckt sich die an? Und es könnte einerseits sein, dass der Security-Architekt sich diese anschaut, so wie hier in dieser Grafik dargestellt, oder eben, dass sich das Produktteam oder die Administratoren das eben als erstes anschauen und bei Fragen den Security-Experten dann dazu ziehen. Hier ist natürlich Zeit und die Security-Experten, Ressourcen, die beiden entscheidenden Dinge. Wenn ich nicht genug Security-Experten habe, um hier Teams, um so eine Vorauswahl zu treffen, dann muss ich zwangsweise den zweiten Weg gehen, dass nämlich der Security-Experte nur bei Fragen hinzugezogen wird, beziehungsweise das bedarf natürlich auch Trainings vorab, sodass die Teams auch wissen, beziehungsweise vielleicht auch ein Security-Satellit, die nennt man dann Security-Champion, also eine Person, die sich besonders auf Sicherheit in ein Team konzentriert, dass diese dann eben ausgebildet werden, ne? Aber dass nicht der Sicherheitsarchitekt oder der Sicherheitsingenieur sich das immer angucken muss. Es hat beides, wie gesagt, Vor- und Nachteile. Wenn der Security-Engineer so eine Vorauswahl trifft, dann ist natürlich, dann ist potenziell oder in der Regel die Auswahl besser getroffen. Es kommt auch immer darauf an, wie viel Einsicht braucht man bei dieser Schwachstelle, um überhaupt eine Entscheidung zu treffen, ob es ein False Positive ist oder nicht. Und wenn Teams das, wie gesagt, machen, haben sie häufig das Problem, dass sie nicht genug Wissen haben und dann vielleicht häufig zu nachfragen. Es kommt darauf an, wie gut wurden die vorab geschult. Genau, wenn Teams sich das anschauen, dann ist es so, dass
Ist natürlich auch sehr schnell funktioniert. Die werden direkt angesprochen, wenn was gefunden wird. Wenn die nicht so eine hohe Last haben, können sie schnell reagieren, hoffentlich. Sie haben Insights über das Produkt, die ein Security-Architekt, wie gesagt, dann vielleicht nicht hat. Aber es erhöht eben auch die Last bei Produktteams. Und je nachdem, wie man es aufsetzt, kann es auch sein, dass man das ja mehrfach hat, ne? Vielleicht gibt es eine Schwachstelle in einem Basis-Image, das alle verwenden, alle Teams. Hier muss man natürlich dann Prozesse schaffen, dass nicht jedes Team das einzeln analysiert, sondern vielleicht ein Plattformteam sowas dann zunächst analysiert und an die Teams weitergibt. Wenn ich jetzt ein Assessment plane und auch plane, was möchte ich in der Zukunft machen, dann nutze ich gerne die DSIM-Applikation. Hier habe ich einmal den Prozess dargestellt, wie man dabei vorgehen kann. Also zunächst hole ich mir das DevSecOps-Security-Custom-Repository. Da drin sind dann Beispiele auch zu finden. Ich füge Definitionen zu, was ich gerne, welche Aktivitäten sollen durch die Teams implementiert werden. Das überschreibt dann die Daten aus dem Originalrepository, beziehungsweise nutzt die Daten aus dem Originalrepository als Grundlage, sodass ich auch nicht bei einer Aktivität immer alles neu definieren muss, sondern ich muss halt definieren, auf welchem, wenn ich kein Level angebe, wird das Level aus diesem genommen, aber das ist etwas, was man häufig überschreiben möchte, als ein Beispiel, und das kann man dann wunderbar machen. Dann muss ich mir Gedanken machen, welche Teams habe ich eigentlich, beziehungsweise welche Applikationen sind im Einsatz. Das kann ich dann festhalten. Im besten Fall wird sowas automatisiert gecrawlt von einem LDAP-System zum Beispiel und wird dann in dieser Meta-YAML abgelegt. Und im letzten Schritt generiere ich dann die Generated YAML, so heißt die. Das ist dann also wo drinne alle Dimensionen kombiniert sind. Vorher macht es Sinn, diese aufzusplitten oder auch die Includes zu verwenden. Und in dieser Generated YAML ist dann das Endziel sozusagen enthalten, wo auch die Includes alle eingefügt sind für die Anwendung. Ja, dann kommen wir jetzt zum letzten Schritt der Implementierung und der Messung. Insbesondere möchte ich hier auf die Messung eingehen. Denn das ist etwas, was aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist. Wenn ich Vorgaben an Sicherheitsteam, an Produktteams mache, dann sollte ich dafür sorgen, dass diese auch möglichst zeitnah Feedback bekommen, was haben sie implementiert und was nicht. Häufig ist es auch so, dass nur weil etwas einmal funktioniert hat, es nicht zwingend in der Zukunft funktionieren muss. Ein Beispiel sind hier Security Champions oder Trainings. Die haben häufig ja Treffen oder es wird eine gewisse Anzahl an Trainings für ein Team vorausgesetzt. Und das ist etwas, das kann man ja 3 Monate wunderbar mitmachen und dann kommt vielleicht etwas Druck auf im Team und es wird nicht mehr an solchen Treffen teilgenommen. Dann ist natürlich sehr schnell der Wunschzustand nicht mehr vorhanden. Es ist also nicht mehr so viel Wissen im Team vorhanden, wie sein sollte. Und da ist es dann wichtig, möglichst schnell Feedback den Teams zu geben. Im Bereich Security Training erfüllt ihr jetzt nicht mehr den Standard. Nächsten Monat ist ein Security Training, nimmt doch daran mal teil. Wenn ich das nur einmal im Jahr mache, dann verliere ich möglicherweise ein halbes Jahr Training für dieses Team, weil dieses Team eben erst später darüber informiert wurde. Weiterhin, wenn ich jetzt Metriken erfasse und Teams mitgebe, das kann sehr motivierend wirken, insbesondere wenn man schnell das Feedback bekommt und es startet auch Diskussionen, möglicherweise über falsche Metriken, dass ich etwas falsch gemessen habe, zumindest aus deren Sicht. Und dann kann man gucken, woran liegt das, dass diese Sicht da unterschiedlich ist. Manchmal sind es dann technische Implementierungen von der Security-Seite, wo was falsch berechnet wird. Aber manchmal ist es auch so, dass einfach ein bestimmter Bereich vergessen wurde zu prüfen, wo dann auftaucht, ah, diese Aktivität ist tatsächlich implementiert. Wie gesagt,
Fast Feedback ist das, was wir bei DevOps wollen, und das wollen wir auch für DevSecOps. Das heißt, wir brauchen automatisiertes Erfassen von Metriken. Jetzt fragt man sich, was kann man denn so erfassen? Ich nehme jetzt hier mal eine ungewöhnliche Dimension Kultur und Organisation aus dem DevSecOps Maturity Model. Das ist weniger technisch, und jetzt können wir mal schauen, was kann man denn da als Beispiel messen. Also man könnte messen, welches Team hat einen Security Champion und welches nicht. Das bedarf schon einer manuellen Komponente, wo nämlich dann eingetragen wird, welches Team hat einen Security Champion und welches nicht, aber das kann man dann danach automatisiert prüfen. Auch könnte man prüfen, wie, wenn man jetzt so einen Messenger hat wie Slack, wie häufig wird denn da pro Team Informationen ausgetauscht. Das kann in Deutschland schwierig sein, das pro Team zu machen, aber zumindest die generelle Exchange Rate, wie häufig schreiben Nicht-Security-Leute was in diesen Security-Channel rein, das ist, denke ich, sehr wertvoll, um zu wissen, wie ist denn eigentlich die Sensibilisierung für das Thema Sicherheit bei den Teams. Achten Sie auf Sicherheit und tauschen Sie sich über Problemstellungen aus, wie beispielsweise Sie haben ein Autorisierungssystem implementiert, das dort einmal angepriesen wird, oder Sie haben eine bekannte Schwachstelle entdeckt und ein gutes Vorgehen dafür gefunden, oder. Dann bei Bedrohungsanalysen kann man sehr gut die Frequenz pro Team oder pro Applikation messen. Das ist sehr einfach. Man kann beispielsweise in Confluence prüfen, wo ist denn das Label Threat Modeling, an welchen Seiten und wo nicht. Dann kann man auch automatisierten Datum auswerten, und so kann man sehr leicht die Frequenz pro Team oder pro Applikation dann eben messen. Schwieriger ist die Qualität pro Team, also wie hoch ist die Qualität von dem Threat Modeling. Da habe ich noch keine gute Lösung für. Wenn du eine Idee hast, komm doch gerne auf mich zu. Dann App-Use-Stories, dass man sich also überlegt, was, wenn man in einem Planning ist und eine Story sich überlegt und dokumentiert, was könnte dann da hier schief gehen, und solche App-Use-Stories dann dokumentiert. Das kann man dann über Jira natürlich oder über ein anderes Planungstool gut auswerten. Oder auch die Stunden, die ein Team oder eine Applikation in Security-Trainings verpasst. Hier würde ich tatsächlich sagen pro Team, denn das sehe ich eher als eine Teamaufgabe, wenn es ein Security-Training gibt für Frontend-Applikationen und eins für Sicherheit in Containern, dann können da unterschiedliche Leute hingehen, deswegen würde ich eher sagen pro Team. Dann ist es immer die Frage, welche Metriken nehme ich? Da gibt es dann ganz unterschiedliche häufig zur Auswahl. Aber man sollte jetzt auch nicht zu viele Metriken in Teams kommunizieren. Das könnte auch zur Verwirrung führen. Also man will vielleicht mehrere erfassen für das Sicherheitsteam, aber rausgeben will man vielleicht insbesondere nur eine. Da haben wir als ein Beispiel, jetzt wenn wir bei dem Fall bekannte Schwachstellen bleiben, die Mean Time to Resolution, während wir auf der anderen Seite zum Beispiel die Mean Time to Fix oder Mean Time to Patch haben. Also das eine ist, wie schnell wird auf Tickets reagiert. Man könnte dann analysieren und sie beispielsweise als False Positive markieren oder auch bekannte Schwachstellen akzeptieren, während wir bei Mean Time to Fix eben nur messen, was tatsächlich auch geschlossen wurde. Ich habe das hier versucht einmal grafisch darzustellen. Also eine Schwachstelle wird gefunden. Das ist dann im Meantime to Detect. Wie schnell weiß unsere Organisation, dass so eine bekannte Schwachstelle vorhanden ist? Häufig macht man so einen Scan täglich. Das heißt, das Maximum wäre hier 24 Stunden für diesen Standardfall. Dann haben wir die Analyse der Findings, wo jetzt also ein Team informiert wurde, hey, du hast eine Schwachstelle in deiner Applikation X. Und dann könnte es beispielsweise reagieren mit der Mean Time to Resolution, also sie analysieren und sagen, wir akzeptieren das oder es ist ein False Positive. Es ist dann dieser Fall. Wenn sie jetzt aber feststellen, Mensch, das ist tatsächlich ein Problem und wir patchen mal, das ist übrigens das Erste, was ich immer machen würde, gucken, habe ich einen Patch, dann muss ich mich nicht mit einer Analyse quälen. Also Patchen von der Anwendung oder auch Virtual Patching, das heißt, dass man vielleicht eine Web Application Firewall hat und nicht mehr jeden Request durchlässt, sondern bestimmte eben nicht mehr. Da haben wir also die Mean Time to Resolution, also ich habe jetzt darauf reagiert, indem ich den Fix reingemacht habe. Also in diesem Fall wäre es beides, ne?
Das will ich damit ausdrücken. Und jetzt muss man sich überlegen, welche dieser beiden möchte man nehmen. Oder nimmt man vielleicht noch eine ganz andere. Vielleicht nimmt man nur die aktuell offenen Schwachstellen und kommuniziert diese den Teams, ne? Weil das Problem bei diesen Metriken, die wir hier sehen, ist, dass wir die Vergangenheit darstellen und die kann man auch nicht so einfach ändern. Ne? Wenn ich jetzt über die letzten 30 Tage mir angucke, wie war immer die Mean Time to Resolution oder Mean Time to Fix, dann kann man das nicht mal eben den Durchschnitt ändern. Ne? Das heißt, hier haben Teams Schwierigkeit, besser zu werden. Vielleicht will man also nur den aktuellen Zustand darstellen. Dann haben wir auch andere Möglichkeiten, wie beispielsweise Lipyears als eine ganz andere Testmethode, bei der es dann darum geht, nicht bekannte Schwachstellen festzustellen, sondern zu gucken, wie alt sind eigentlich Bibliotheken ganz generell. Zum Beispiel alle Bibliotheken zusammen haben ein Alter von 20 Jahren. Dann könnte man sich ein Quality Gate setzen und sagen, Mensch, wenn es 25 Jahre oder älter ist, dann möchte ich nicht mehr, dass diese Anwendung deployed werden kann. Das sehe ich auch anders als den oberen Fall, wo es um bekannte Schwachstellen geht. Im oberen Fall, wie gesagt, wir haben eine bekannte Schwachstelle, die wird analysiert und dann gegebenenfalls gepatcht oder behandelt. Das ist ein Prozess, der wird ja von außen angestoßen. Also irgendein Forscher findet eine Schwachstelle, während wir bei diesem Lipyears kontinuierlich jeden Tag die Libraries ein bisschen älter werden. Das kann ich absehen als Entwickler und deshalb würde ich das im Bild einbauen und dann, wie man das hier sieht, den Bild brechen. Dann, wenn man jetzt bei bekannten Schwachstellen ist, sollte man unterschiedliche Kontexte beachten, also beispielsweise, wie hoch ist die generische Kritikalität, wie ist das Protection Requirement, wie ist der Schutzbedarf der Anwendung. Da sehe ich auch mit drin, ist die Anwendung im Internet oder direkt im Internet oder nicht. Das könnte ja eine Auswirkung auf das Protection, auf den Schutzbedarf haben, ist aber häufig auch davon explodiert, habe ich auch schon in Organisationen gesehen, dann sollte man das als zusätzliche Kontext mit haben. Und auch Paketmanager, also ob man tatsächlich ein Basis-Image scannen möchte von einer Anwendung und dann reagieren möchte auf die Schwachstellen, die in dem Basis-Image sind, ist fraglich. Also aus meiner Sicht sollte man eher hier das Patch-Management erhöhen, beziehungsweise jetzt im Kontext, wenn wir weiter bei Kontext sind und wir jetzt beispielsweise einen Webserver in einem Container-Image haben, dann würde ich nur Schwachstellen für diesen Webserver rausfiltern, damit ich darüber informiert bin, aber die anderen würde ich eher über Patch-Management versuchen abzudecken. Dann gibt es ein Projekt, das heißt Metrica, bei dem ich mal in einem Proof of Concept dargestellt habe, wie kann man eigentlich solche Metriken erfassen. Da haben wir zum Beispiel den Confluence Collector, der wie gesagt Threadmodelings dokumentiert und Metriken, also dokumentiert das Threadmodelings auswertet und dazu Metriken anzeigt, welches Team hat welche Anforderungen erfüllt. Dann haben wir einen Defect Dojo Collector, der sich aus Defect Dojo dann die Mean Time to Response rausholt. Dann haben wir einen GitHub API Collector, der sich über die GitHub API rausholt, wie ist die Branch Protection für ein Repository und das dann zu einem Team mappen kann. Weiterhin haben wir einen HTTP-Collector, der ist noch nicht erstellt, also die drei vorigen, die gibt es schon, aber so ein HTTP-Collector in meiner Vision könnte man super einsetzen, um beispielsweise Release-Pages von GitHub sich anzuschauen, um zu gucken, wie häufig gibt es denn da Änderungen, auf die man reagieren möchte. Was dann ja ein Hinweis ist, wie gut ist das Patch-Management, ist sehr rudimentär, aber sehr einfach zu implementieren und über so einen HTTP-Collector könnte ich mir noch weitere solche einfachen Tests vorstellen. Dann haben wir einen Excel-Collector, beispielsweise ist häufig Pentest in Excel dokumentiert, so könnte man also auswerten, welche Applikation hat wann ein Pentest erfahren. Dann haben wir einen Microsoft Teams Report, ich habe ja erwähnt, ich würde gerne messen, wie häufig haben Teams denn an Security Champions Terminen teilgenommen oder an Security Trainings und über so einen Attendees Report, den wir ja
aus Microsoft Teams rausbekommen, kann man das wunderbar automatisiert erfassen. Ich sitze da sonst immer bis zu 10 Minuten nach so einem Training, um zuzuordnen, wer war eigentlich dabei. Das könnte man gut automatisieren. Dann kommen wir jetzt zum Thema der Darstellung. Also nachdem wir jetzt wissen, welche Metriken gibt es denn, können wir überlegen, wie wollen wir Dinge darstellen. Wir brauchen unterschiedliche Darstellungen aus meiner Sicht. Einmal eine Summary für das Board oder den Vorstand. Dann brauchen wir eine für das Team und die Applikation. Was ist denn der Zielzustand? Ist der erreicht? Dann der aktuelle Status, den die Teams erreicht haben, vielleicht auch mit einem Vergleich, wo stehen andere Teams. Genau, das sind unterschiedliche Dashboards, die man vielleicht sehen möchte. Auch History wäre schön. Ne, wie sah es eigentlich die letzten 30 Tage aus? Das wäre dann sowas, wie wir hier auf der linken Seite haben, wo man also eine History hat, wo man sieht, wo sind die Teams eingegliedert. Und hier auf der rechten Seite, wenn man dann zum Beispiel dem Vorstand was vorstellt, wo sind Besserungen und wo sind Verschlechterungen, dann wie ist der aktuelle Stand? Das sind erstmal so Skizzen von mir, wie könnte ich mir sowas vorstellen? Hier, wie sind die Sicherheitsprogrammaktivitäten im Vergleich? Oder auch, wie sind wir besser geworden? Das ist jetzt ein Beispiel von diesem, wo ich also in Q1 mal den Status erfasst habe und in Q3. Wenn man also hier sieht, es wurde leicht besser, ne? Das Dunkel, umso dunkler grüner das ist, umso besser wurde es. Hier wird der Durchschnitt gebildet über alle Teams und die Aktivitäten in dieser Zelle versus die potenziell möglichen Punkte, die man erreichen kann. Genau, hier gibt es noch weitere Diagramme, wie ich mir Balkendiagramme vorstellen kann. Dann haben wir hier ein Beispiel aus dem Metrica-Projekt, Metric Collector und Analyzer, wo wir also Thread Modeling sehen. Auf Level 1 sind die Anforderungen noch sehr klein. Da wird gesagt, mach einmal ein Thread Modeling innerhalb von 10 Jahren. Während auf Level 2 die Anforderungen dann härter werden, mache einmal ein Thread Modeling alle 3 Monate. Hier sieht man also, hier wurde in 2020 im September ist die in Anführungszeichen Compliance ausgelaufen. Ne? Also hier hätten sie mal wieder spätestens eins machen sollen. Dann haben sie hier im September 2022 wieder eins gemacht. Dann sind sie 3 Monate, nee, Entschuldigung, ein Jahr hier compliant und dann geht es wieder runter. Dann haben sie erstmal ein bisschen nichts gemacht und dann im April, Mai 2024 haben sie was gemacht und sind wieder compliant und es wird auch die Zukunft berechnet, also man kann auch sehen, wann sind sie denn nicht mehr compliant demnächst. Und auf Level 3 sehen wir, die Anforderungen sind härter geworden, hier war es jetzt ein Jahr, hier sind es jetzt dann die 3 Monate, die ich gerade eben irrtümlich gesagt hatte. Ja, weitere Metrik wäre noch die Mean Time to Patch. Wie gesagt, kann man auch wunderbar verwenden. Interessant ist das Sensibilisierungslevel, also die Trainings, die sie gemacht haben. Hier sind nochmal ein paar andere Dashboards, die ich so im Internet gefunden habe. Ich habe unten rechts immer die Quellen angegeben. Also hier sehen wir den Production Repository Score Factor mit unterschiedlichen Kategorien. In diesem Fall über die gesamte Organisation. Beispielsweise ist die Pendlerbot aktiviert oder nicht aktiviert. Haben wir Docker-Images mit keinen kritischen und hohen Schwachstellen. Ich vermute, es geht um offene, weil man kann diese ja auch entweder akzeptieren oder als false positive markieren, also dass sie behandelt sind. Ist der Default-Branch protected und so weiter. Hier haben wir noch eins, wo es um Secret-Scanning geht. Und hier wurde dann auch Push Protection zum Beispiel wieder angezeigt. Hier haben wir AppSec Matrix Dashboard, in dem Fall Executive View, wo man also dann sieht auch Veränderungen.
Und hier ist zum Beispiel die Mean Time to Respawn bei 84 Tagen. Das wird jetzt hier als Root dargestellt für diese Anwendung. Bei der nächsten Anwendung ist sie nur 41 Tage. Da sagen sie, okay, das ist jetzt so medium kritisch. Das heißt, die obere würde man sich dann jetzt wahrscheinlich für die Mean Time to Respawn mal eher angucken. Mensch, was ist da los bei euch? Insgesamt muss man sagen, dass Metriken natürlich jetzt kein Silver Bullet sind, also man löst damit nicht alles. Man muss immer noch Leute versuchen mitzunehmen. Auch können Teams einfach gar nichts machen. Da kommt es dann darauf an, wie hat man die Prozesse etabliert. Hier nochmal Referenzen zu Security Dashboards, die ich so gefunden habe. Metrica, Metric Collector und Analyzer, wo ich ja aus dem Threat Modeling ein Beispiel gebracht habe. Links dazu. Und dann kommen wir zur Summary. Also wir brauchen schnelles Feedback, wie wir das aus DevOps gewohnt sind. Wir müssen alles automatisieren nach Möglichkeit. Es wird nicht von Anfang an gelingen. Am Anfang nutze ich dann auch noch einfache YAML-Files zur Dokumentation, die manuell gepflegt werden. Aber in einer Ausbaustufe soll alles automatisiert sein. Und wir müssen natürlich die Dinge planen. Also erstmal gucken, wo stehen wir, was wollen wir erreichen, diesen Plan kommunizieren und dann auch ausführen. Wenn du dich fragst, wie kann ich denn eigentlich bei diesem mitmachen, das Beste ist natürlich, einen Pull-Request aufzumachen, entweder für die Applikation oder für den Inhalt. Auch einfache Typo-Fixes helfen ja schon, wenn jetzt dir die Sachen, die ich vorgestellt habe, nicht so gefallen. Du sagst, Mensch, ich habe Geld, aber keine Zeit, dann kannst du auch gerne sponsoren über den Link. Ja, das war meine Präsentation über Sicherheitsprogramme. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich über Feedback, über die Kanäle, die hier stehen. Vielen Dank. Schönen Tag.